1. April 2021. Einen wunderschönen guten Abend aus Dresden, aus der Energieverbund Arena. Die Dresdner Eislöwen begrüßen zum 48. Spieltag in der DL2 die Wölfe aus Freiburg. Ja, den aktuellen Tabellendritten. Ritter. Achso, guter Abschluss von Dresden. Ritter am Tor vorbei. Ja, wir haben auch aktuell keine Infos da bei den Spielern, wann diese wirklich zurückkommen. Bei einigen ist ja schon bekannt gegeben worden, dass sie in dieser Saison nichts mehr zurückkehren werden. Ja, jetzt hat Dresden den Pfostentreffer. Formationsstand bei Dresden. Hanusch. Lanta steht komplett frei. Eine Abschlussmöglichkeit für Toni Ritter. Dresden bekommt die Scheibe nicht raus. Nächste Möglichkeit. Boah, Vierecke im Nach. Ja, ja. Spagat quasi. Ah, dann ist es passiert. Freiburg geht mit 1:0 in Führung. Ähnliche Situation wie gerade. Diesmal kann Viereck die Matte nicht mehr aufs Eis bringen. Da kommt der Schuss. Vierecke wehrt ab. Genau. Auf den Schläger von Jet Besson. Ja, damit ist auch Steve Hanusch wieder zurück. Auf der Bank in Dresdner Eislöwen. Ich begrüße jetzt Dennis Swin von den Dresdner Eislöwen bei mir zum Pauseninterview. Ja, 0:1 Rückstand nach dem ersten Drittel. Wie ist dein Fazit? Ja, ich denke, das kann man soweit hinnehmen. Ich glaube nicht, dass wir sehr gut rausgekommen sind am Anfang. Hatten dann 4 Minuten Powerplay, wo ich nicht weiß, was passiert ist. Ich musste genäht werden, von daher. Ich denke, wir sind gut drin, ein bisschen mehr die Beine bewegen und dann sind wir gleich wieder dran. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du warst im Powerplay nicht auf dem Eis, wurdest genäht, aber jetzt soweit wieder alles okay? Ja, passt. Und jetzt sind noch 40 Minuten auf der Uhr. Worauf wird es dann jetzt ankommen? Na, Vollgas geben, die Beine bewegen, denn die Jungs, die möchten gerne hinten rumspielen. Deshalb müssen wir weiter die Beine bewegen, mal ein bisschen Körper spielen. Und so wie eben schnell eine Scheibe abknöpfen und abziehen. Ja, dafür wünschen wir euch alles Gute und drücken euch die Daumen für die nächste Mal. Danke. Ritter zieht selber ab und das ist das Tor. Ausgleich für Dresden. Toni Ritter. In der 22. Spielminute. Ja, hat er komplett Platz und versucht es einfach mal. Und wenn ich es richtig gesehen habe, durch die Beine dann sogar von Ben Meissner. Ja, gutes Auge bewiesen von Toni Ritter. 15. Saisontreffer, der Ausgleich. Scheibe scheint anders spielbar zu sein. Oh, dann die dicke Möglichkeit für Freiburg, aber am Tor vorbei. Lea, George, Speo. Nachschussmöglichkeit. George. Kiefer sauer, aber gut. Boah, mit dem Stock gearbeitet von Viereck und dann doch das 2:1 für Freiburg. Ja, irgendwie im Nachschlagen noch. Wir werden es gleich nochmal in der Wiederholung genau sehen. Eigentlich gut gemacht erst von Nick Viereck und dann aber... Ah ja, aus der Drehung heraus. Scheibe nach außen weggespielt und Kiefersauer. Ja. Bitter für Nick Jordan Vierecke. Mrazek. Ritter am Tor vorbei. Nein, Felin war es natürlich. Das geht doch billig. Holt den Nachschuss doch nochmal. Holt. Allen bekommt die Scheibe und das 3:1 in die kurze Ecke von Scott Allen. Dresden läuft da in den schnellen Gegenzug. Ja, die Vierecke versucht da noch rüber zu kommen, auch wieder im Spagat, aber kommt da leider nicht ran. Ja, war da sogar noch mit dem eigenen Schläger dran und von da aus dann ins Tor. Ich begrüße jetzt Chris Billig vom ERC Freiburg bei mir zum Pauseninterview. Ja, Spielstand 1:3. Wie fällt dein Fazit bisher aus? Ja gut, wir haben ein gutes Auswärtsspiel, würde ich sagen. Mit 3:1 nach dem zweiten Drittel können wir leben nach der langen Busfahrt. Können zufrieden sein, ja. Ja, gerade das 3:1 jetzt kurz vor der zweiten Drittelpause ist sicherlich gut fürs Selbstbewusstsein, aber auch so ein kleiner psychologischer Vorteil, oder? Ja, auf jeden Fall. Ins dritte Drittel mit 2 Toren Vorsprung reinzugehen ist natürlich immer top, ja. Ja, und was wird jetzt in den letzten 20 Minuten noch wichtig, dass ihr dann die Führung auch über die Zeit bringt?
müssen jetzt einfach konstant spielen, hinten in der Defensive gut stehen. Und dann werden wir das mit unseren vier Reihen gegen drei Reihen, glaube ich, schon über die Bühne bringen. Ja. Dankeschön und viel Glück fürs letzte Drittel. André Hulz, Scott Allen, und das ist das nächste Tor für Freiburg. 4:3. Ja, 4:1. 4:1, Entschuldigung. 25 Sekunden nach Beginn des letzten Drittels. Da hat er Scott Allen auch einfach zu viel Platz. Oh, Fehler von Nick Hurt, Hult. Oh, fast ein Treffer. Oh, da war es vielleicht ein Pass zu viel für André Hulz. Und dann sichert es Nick Vierecke. Kiefer Sauer. Oh, jetzt der Bau- und Trickversuch. Felin. Ja, legt quer. Gute Möglichkeit da für Alex Dotzler. Ja, der kam da nicht zum direkten Schuss. Musste die Scheibe erst noch richtig annehmen. Nick Hurt. Ritter ist komplett frei auf der linken Seite. Ah, hört dem Nachschuss nochmal. Schöner Pass und guter Schuss von Rob Ranter. Aber Ben Meissner sicher. Ja, verzockt sich da in der neutralen Zone. Ja, ärgert sich da aber auch deutlich hörbar drüber. Lecker. Holt sich nochmal die Scheibe von André Hult. Letzte Sekunden. Rand da mit dem Schuss nochmal. Meissner ist wieder Stockhand da. 4:1 der Endstand. Freiburg nimmt diese drei Punkte mit in den Breisgau. Ja, Dresden war bemüht, aber sie können dann die ganzen Ausfälle natürlich nicht kompensieren. Da fehlt dann auch die Qualität und die Kreativität, die ein Jordan Knackset oder auch ein Elvis Bisseis oder ein Evan Trapp natürlich reinbringt. Kevin Lavallee, ernüchternder Tag, die Niederlage gegen Freiburg und gleichbedeutend auch, ihr könnt die Playoffs nicht mehr erreichen. Was nimmt man jetzt aus so einem Tag mit? Ja, das ist leider sehr schwierig zu hören. Wir haben gerade viel verletzte Spieler und wir haben viel auswärts gespielt und ja, wir geben gerade teilweise alles, nicht die ganze Zeit. Und natürlich ist das eine bittere Niederlage, wenn man heute verliert und kein Playoffs möglich. Also das ist echt bitter, ja. Ja, ist dann auch so der Kräfteverschleiß der letzten Woche das Resultat dafür? Gerade heute hat man gemerkt, das erste Drittel sah gut aus, aber mit zunehmender Spielzeit wurden bei euch dann auch die Beine schwer. Man muss im Eishockeysport keine Ausreden haben, aber Sport ist ja körperlich, ist körperlich, und wenn die Reserven sind nicht mehr da, dann vielleicht spielen wir wieder im zweiten Drittel. Aber wie gesagt, das ist keine Ausrede. Andere Mannschaften spielen mit sogar weniger Spielern als uns. Ja, und die gewinnen trotzdem. Und ja, muss man einfach weiter kämpfen, auch die letzte Spiele alles geben. Einfach. Ja, am Samstag geht es dann mit dem Spiel bei den Bayreuth Tigers auf die letzten Spiele in der Saison. Worauf wird es in den letzten Spielen ankommen? Genau das gleiche wie die ersten Spiele. Ich glaube nicht, dass man soll denken, wo wir sind in der Tabelle, ob Playoffs erreichbar sind oder nicht. Ich glaube, man muss einfach das Eishockeyspiel wie jeder Eishockeyspiel spielen, seit man 5 Jahre alt ist, und alles geben, egal ob man das schafft oder nicht. Das gehört zur Professionalität auch. Ja, vielen Dank. Dafür wünschen wir euch viel Glück. Dankeschön. Dankeschön. Das war's jetzt von mir hier aus Sicht der Dresdner Eislöwen. Natürlich heute ein ernüchternder Tag. Ich gebe jetzt nochmal nach oben zu Enrico und Robin und wir hören uns dann am Montag wieder hier aus Dresden. Ich wünsche euch schöne Ostern. Bleiben Sie sportlich.